Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Alcatraz Bundle von Akkad. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zum Bundle und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Alcatraz von Akkad. So sieht das Ganze aus. Also das Ganze nicht als Box, sondern als Bundle erschienen und dieses bekommt man dann in so einer Plastikfolie, in so einem plastikverschweißten Beutel. Und dann schauen wir mal hinein. Also, das Ganze erschienen am 22. Dezember über No Return Records. Wir kommen gleich mal zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Album an sich. Dann haben wir die Bonus-EP, Willkommen in Alcatraz. Das Textbuch, Willkommen in Alcatraz. Und dann noch ein T-Shirt und ein Poster. Wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Das Ganze eingeschweißt. Wir müssen mal kurz die Plastikfolie entfernen. Bin aktuell im Ausland unterwegs, deswegen auch ungewohnte Kulisse oder ungewohnter Tisch. So, da haben wir es geschafft. Also, so sieht das Album aus. Wir haben hier Akkad mit einem Streichholz in der Hand, dieses noch am Brennen. Und hier im Hintergrund sehen wir Alcatraz, also die berüchtigte Gefängnisinsel in den USA, die meiner Meinung nach oder meines Wissens nach nicht mehr in Betrieb ist. Da gibt es ja auch einen Film darüber, The Rock, Fällt die Entscheidung, der spielt ja in diesem Gefängnis. Und die Symbolik dürfte wohl klar sein, also Akkad dürfte dieses Gefängnis ja gesprengt oder zumindest angezündet haben. Hier lesen wir noch No Return Records präsentiert. Alcatraz. Hier lesen wir Akkad Alcatraz. NRT 28. Und dann haben wir hier auf der Rückseite die Tracks aufgelistet. Und zwar haben wir 16 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von Cone Gorilla, Nex, Creature Stalker, Kafik, Raptor und Tarot. Also die bekannten Künstler aus dem No Return Umfeld. Beziehungsweise ja, die selber bei No Return Records unter Vertrag stehen. Dann haben wir noch einen Barcode und diverse Credits. Dann schauen wir mal hinein. So, als Booklet haben wir hier so einen Einleger, zwei Seiten. Und zwar haben wir hier einfach die 16 Tracks aufgelistet, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war, also wer den Beat produziert hat und wer textlich daran beteiligt war. Dann hier noch die Credits zum Album. Und hier noch, ja, vergitterte Fenster, wie es sich für ein Gefängnis gehört. So, dann haben wir die CD. Sieht so aus. Alcatraz. Wir sehen hier eine Wand und diverse Kabel. Und hier auch wieder relativ trist. Also Wände, Stacheldraht. Sieht sehr trostlos aus, das Ganze. Von diesen 16 Tracks, die wir hier vorfinden, sind meine Favoriten drei Stück. Und zwar einmal der Track Nummer 2, Jeden Tag. Dann der Track Nummer 5, Fahrstuhl. Und der Track Nummer 15, Echte Strophen mit Kafik. Das sind meine Favoriten. Dann haben wir zusätzlich zum Album noch eine Bonus-EP, die Willkommen in Alcatraz-EP. Wir haben hier 5 Tracks an der Zahl, in die habe ich, um ehrlich zu sein, noch nicht reingehört. Muss ich noch nachholen. Scheinen alle 5 Solo-Tracks zu sein, also auf jeden Fall sind hier keine Features angeführt. So sieht das aus. Dann haben wir die CD, gefällt mir richtig gut, hier in dieser Vinyl-Optik. Und in Schwarz, darauf stehe ich, also ich bin auf jeden Fall Fan davon,
wenn man die CDs speziell einfärbt und es nicht so ein 0815 Silber ist. Die Bonus-EP in einer Papphülle. Dann haben wir dieses Textbuch, Willkommen in Alcatraz, als auch hier wieder die Gefängnisinsel dargestellt. Also ganz so steil ist das Ganze ja nicht, weil ich glaube, der höchste Punkt in Alcatraz ist irgendwie 40 Meter über dem Meeresspiegel, aber soll, glaube ich, ein bisschen so die Hoffnungslosigkeit symbolisieren, dass man da wirklich nicht entkommt, dass man, wenn man dort einsitzt, ja, echt am Arsch ist. Auf der Rückseite haben wir einen Totenkopf mit diversen Strichlisten. Also da werden die Tage gezählt auf diesem Totenkopf. Alcatraz. Das machen ja oft die Gefangenen, dass sie Strichlisten führen, wie lange sie noch bis zur Entlassung haben oder wie lange sie schon einsitzen, je nachdem. Und haben wir hier dann die einzelnen Tracks aufgelistet. Also die kompletten Texte zu jedem Track. Gefällt mir gut. Das ist generell oftmals der Fall bei No Return Records, wenn man sich eine Box, einen Bundle dort holt. Dann hat man da oftmals so ein extra Textbuch dabei, so ein Lyric-Buch. Gefällt mir gut. Kann man mitrappen, kann man nachlesen, je nachdem. Schöne Sache und wie man sieht, jede Menge Inhalt, jede Menge Text vorhanden. Dann haben wir ein Poster. Dieses einseitig bedruckt. Im Hochformat, hier oben lesen wir wieder No Return Records präsentiert, Alcatraz. Und das Cover, das wir auch schon von der CD kennen, hier mit Akaz und im Hintergrund das brennende Gefängnis. Einseitig bedruckt. Und dann haben wir ein T-Shirt, wie es sich für ein Bundle gehört. Also wir lesen hier oben Alcatraz in Weiß und Rot, das T-Shirt in Schwarz gehalten und dann haben wir hier die Szenerie, also das Meer, die Gefängnisinsel Alcatraz und darunter einen Totenkopf. Gefällt mir richtig gut. Speziell die Farbkombination Schwarz, Rot und Weiß, genau mein Fall. Neckprint haben wir keinen. Und das Ganze war beim Bundle noch so, man konnte sich die T-Shirt-Größe dort frei auswählen. Von S bis XXL war, glaube ich, alles dabei. Ich habe mich in dem Fall natürlich für meine Größe entschieden, für M. Und wir haben es hier zu tun mit einem B und C exakt 150. Und das Ganze ist 100% Baumwolle. Und hier steht es, ich hoffe, man kann es lesen, Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Also wie gesagt, gefällt mir richtig gut. Nachdem ich jetzt nicht zu Hause bin, kann ich euch das T-Shirt nicht an der Schaufensterpuppe vorführen, aber ich hoffe, das reicht ungefähr für einen Ersteindruck. Wie gesagt, mir gefällt es richtig gut, alleine schon wegen der Farbkombination und ich finde das Motiv echt gelungen mit diesem Totenkopf. Alcatraz, ja, aber dieses Rot und Weiß, sehr schön. Und was vielleicht auch noch aufgefallen ist, dass hier speziell die Buchstaben Akaz, die ja im Wort Alcatraz drinstecken, dass die hier mit Weiß so speziell hervorgehoben wurden. Bedeutet, wir haben hier wirklich in Weiß A-C-A-Z und L-T-R-A in Rot, also Akaz, Alcatraz. Sehr schön. Und wenn ihr das Ganze über den No Return Records Shop bestellt, dann bekommt ihr auch noch Sticker dazu. Bin mir jetzt nicht sicher, ob die immer die gleichen sind oder ob das Zufall ist. Ich habe in dem Fall diese Sticker hier dazu bekommen. Und zwar zweimal so ein Akaz-Sticker im Hochformat in Weiß und Schwarz gehalten. No Return Records lesen wir hier oben. So sieht das aus. Dann habe ich einen Fick auf die Welt Sticker. Der sieht so aus, in Schwarz und Rot. Und dann, was mir besonders gut gefällt, leider ein bisschen klein, aber sehr schön gemacht, hier ist so ein runden Sticker, also quadratisch, aber wenn man sich das hier rauslöst, dann ist das rund. Ein kreisförmiger Sticker mit dem Logo von No Return Records. Also hier das Schwert, No Return Records, in Schwarz und Weiß das Ganze. Sehr schön. Also die vier Sticker gab es noch obendrauf zum Bundle. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt. Wie gesagt, Größe war frei wählbar. In dem Fall meines in M. Das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Dieses Lyric-Buch, dieses Zusatzheft. Willkommen in Alcatraz, die Bonus-EP in der Papphülle.
und das Album an sich Alcatraz. Plus eben den eben gezeigten Stickern. Das alles in diesem wunderbaren Bundle Alcatraz von Akkaz. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Akkaz unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.